Zap. Krass. Zip. Hallo, Höhle. Oh, kleine Höhle. Ah, da oben geht's weiter. Aber auch nichts weiter. Gut. Erstmal so, immerhin safe. Nice. Nee, die hält noch zwei, drei Dinger. Aus. Oh, Kohle. Hep. So. Ja, bewerbungstechnisch läuft es auch nicht wirklich etwas. Ich muss mir mal ein paar Gesprächsthemen ausdenken. Wenn ihr wollt, kann ich auch über Gott und die Welt reden. Bei sowas brauche ich dann meistens nur Anstupsung, macht einen Vorschlag, worüber ich reden kann, wenn es euch wichtig ist, dass ich sowas mache. Einfach mal in die Comments was reinhauen. Wenn euch nichts einfällt, bleibe ich beim alten Erzählstil und erzähle euch ein bisschen, was hier so passiert. Und dann halt, auch wenn mir mal was im Real Life passiert, da kaue ich euch ja sowieso immer das Wort zu. Will ich? Nö, das eine lasse ich. Da ist die Lampe dran. Ja, noch ein Stähnchen hier mit neuem. Und werden wir dann anfangen, das Haus zu bauen. Wie gesagt, ich bin kein großer Holzfreund, nachdem mir meine Hütte abgebrannt ist. Kann man das vielleicht auch verstehen? Ich bin eher so der solide Baumeister mit Stein. Und dann noch ein bisschen Stein. Was ist mit dem Schaf los? Sieht aber komisch aus. Aber nur weiße Wolle. Komisch. So, noch ein paar Samen holen für unsere anstehende Farm. Was mir auch aufgefallen ist, wir sind hier zwar am Strand, aber ich habe noch keinen einzigen Kaktus gesehen. Kakteen will ich auch haben, weil ich mag grüne Wolle. Genauso. Deswegen. Schauen wir mal hier ein bisschen rum. Umschauen, Thomas. Ja, nicht los hier. Und jetzt ganz plötzlich, gell? Das, ich weiß nicht, ist euch schon mal aufgefallen? Am Anfang, ja, diese Mistviecher da unten spawnen am Anfang gar nicht. Also gefühlt gar nicht. Obwohl es diesmal schneller ging als sonst immer, wenn ich mal eine neue Map angefangen habe. Habe ich am Anfang Schweine, Kühe, Creeper, Kühe, Schweine, aber wehe, man will ja mal nur ein Bett bauen. Aber könnte man ja vielleicht Wolle benötigen. Ich bin so gut. Boah. Cheats. Ganz viel Eisen hier. Kann ja gleich anfangen dann schon mal Wasser zu bewegen, besser abzubauen. Dann macht dann auch das Farmen mehr Sinn und auch mehr Spaß, wenn das alles ein Stück zügiger geht, ein bisschen Hackgas gibt. Und Amedias wird sowieso richtig geil, aber man will ja nicht so hochgreifen. Manche finden fast nie welche. Ich sehe es jetzt schon mal kommen, dass ich ein Problem kriege, dann Sticky Pistons aufzutreiben, wegen den Slimes. Da muss man ja wieder erst dieses eine, so ein paar Chunks finden, wo die überhaupt spawnen können, aber darüber weiß ich Bescheid, brauche ich keine Hilfe. Ich weiß, wie man sowas findet, aber ich habe immer keinen Bock drauf. Aber ich brauche Sticky Pistons. Die brauche ich einfach. Sie sind meine besten Freunde. Geiles Meer. Also auf jeden Fall richtig Meer. Ja, im nächsten Add-on gibt es ja dann auch richtig generierte Flüsse. So richtig Canyons und Wasserfälle auch direkt. Also dass das wirklich auch mal zusammenhängt ist und nicht halt irgendwo halt mal Wasser ist. Und richtig geil gemacht ist. Apropos, ich wollte doch nicht so viel erforschen. Ja, wir wollten ja auch mal ein bisschen was von der Map sehen, ne? Ansonsten, wenn alles, ich sag mal, in Anführungsstrichen schief geht und wir hier in der Nähe nichts finden, werde ich mir ein Netherportal bauen und 5, 20 Schritte weiter, oh, ist verdoppelt, neues
Weil im Nether, also nicht draußen gleich neu, sondern im Nether dann gleich das Neue. Und das dann auch so umbauen, dass uns nichts passieren kann. Weil im Nether sind ja ein paar Schritte, ein paar tausend Schritte hier draußen. Und dann werden wir auf jeden Fall in ein neu generiertes Dings kommen. Also sollten wir da keine Probleme haben. Tricks und Kniffe, damit bin ich geschult und das sollte auf jeden Fall reichen. Schafe aufzuspringen, du machst mir Angst. Aber die Musik finde ich trotzdem recht gut. Zurzeit nur mehr dieses Irish Fork in der Playlist. Apropos, warum ist das schon wieder hier draußen? Da, Media Display. Zeig es mir. Butterfly Tea, The Origin. The Origins, meine Güte. Sprachfehler. Ha, das erste Skelett. Ein Feind oder ein Feind? Warum ist denn schon wieder die Tür offen? Irgendwann komme ich zurück und der Creeper wartet schon im Haus, ja? Viel besser als andersrum. Weil, das wäre ja auch gut. Ich stoppe mal kurz die Aufnahme für... Oh ja. Schenk mir kurz was zu trinken ein, weil wir haben so viel labert am Stück. Und wahrscheinlich schon 15 Parts durchgelabert hat. Ja, so viele werden es noch nicht sein, aber so 2, 3 werden es jetzt bestimmt schon wieder sein. Könnte auch kurz eine Sekunde warten. So. Ach, das hat sogar dicke gereicht. Dann hier noch. Ah, okay, es sind wieder zu viele, aber egal. Wir haben's. So. Aufräumen tue ich auf jeden Fall später. Warum habe ich den Cobblestone weggetan? Und Plank dazu. Sand. Sandstone. Noch mehr Sand. Und noch mal Wolle. Und Eisen. Das nutze ich gleich. Und da hoch. Keine Sticks. Haben wir noch Sticks? Ja, wir haben noch Sticks. Wir haben noch Sticks. So. Einmal dieses. Einmal das. Einmal das. Ja, komm, runter. Hep. Na komm. Machen wir das alte noch fertig. Und dann können wir auch gleich sowas bauen. Das mache ich aber nicht noch klein. So. Und dann noch eine Schere. Wie war die denn? So, genau. Ha. Mal sagen alle immer, ich hab's nicht drauf. Ich merke mir doch langsam mal alles. Zwar nicht gut, aber immer ein bisschen. So, ein neuer Tag beginnt. Und wir müssen zur Arbeit gehen. Ich bin ein Holzfäller. Oh, das geht doch schnell jetzt. Ja. Muss ja nicht hier 10 Stunden mir zugucken, wie ich einen Baum überhaupt nur hacke. So richtig Speed geht's hier ab. Zum allgemeinen Off-Play-Farmen und so. Weiß ich noch nicht. Wie ich das alles handeln werde, alles. Werde ich dann immer spontan einfach sagen. Zur Not sage ich euch auch ganz spontan mal an, hier so und so mache ich das jetzt. Und dann habe ich das halt so entschieden, weil ich das in dem Moment besser fand. Und wenn ich danach sage, ich finde das aber scheiße, dass ich das gemacht habe, dann habe ich das so gemacht. Im Normalfall bin ich sehr solide, grundsolide in meinen Aussagen. Wenn ich einmal was sage, dann mache ich das auch meistens so. Aus einem guten Grund. Manchmal besser, manchmal nicht so guten Grund. Aber im Normalfall grundsolide, wenn ich also eigentlich normalerweise einmal sage, ich mache das jetzt so, wenn ich nicht wirklich hart vor meine Meinung danach ändern. Außer es gibt einen guten Grund. Zum Beispiel, ihr flamet mich zu, dass ich doch ein dummer Hoden bin. Wie kann ich sowas nur machen? Oh mein Gott. Ja. Dann tue ich so, als ob mich das alles interessiert und dann mache ich es einfach anders. Was hält ihr davon? Finde ich gut. Ja, yeah, Quark. Eure Meinung interessiert schon. Auch Kritik. Wie gesagt, ich bin kritikfähig, wenn es sinnvoll ist. Aber das ist, glaube ich, bei jedem normalen Menschen so. Aber leider ist im Internet die meiste Kritik nicht konstruktiv, sondern du bist scheiße. Ich kann deine Videos gar nicht gucken, aber da ist mir schlecht. Und dann frage ich mich, ja gut, dann guck sie halt nicht. Und ich so, ja. Dumm. Verdammt.
Moment fällt der Baum schon etwas auseinander. Ah, ein Schaf. Schere. Komm, rasier dich. Oh. Rechtsklicken. Wäre es gewesen. Wir haben halt mal zugehauen. Hier die Seeds nehmen wir mal hoch. Nehmen die Schere dahin. Hilfe! Aber was in einer Masse? Ja, die wollte ich noch weghacken. Weg, weg. Ja, solche Mammutbäume gehen natürlich nicht so extrem schnell. Ich finde die schön anzusehen, scheiße abzubauen. Aber ich glaube, das geht mir nicht als einzigen so. So, dann holen wir uns mal zwei von den guten, weil wir haben nur zwei Knochen dabei. Na du? Pia? Hey? Der wollte nicht. Komm doch nochmal her. Ja, komm mit. So. Ein Kumpan, ein Gefährten. Für die guten Kaltnächte. Jemand, der heult. Wenn man schon keine Frau hat, dann hat man trotzdem jemanden, der heult. Aus anderen Gründen, aber darum geht's ja nicht. Kommst du? Super. Was kann man eigentlich mit den Hunden machen, außer dass die feindliche Creeps angreifen? Komm, hier raus, weit weg vom Haus. Falls du doch mal so irre bist und einen Creeper angreifst. Dass du das nicht an meinem Haus tust. Mal gucken, wie nützlich er das sein wird. Aber da drüben habe ich ein Schwein gesehen. Ich habe Hunger. Deswegen, hallo. Boah, gleich zwei. Danke. Halt. So, ich glaube, das sollte aber jetzt erstmal reichen. Haben wir so viel gefarmt, so viel Dünnes gelabert wieder. Dann kommen wir jetzt mal wieder ins Baugeschäft über... Naja, jeder, der jetzt gesehen hat, wie ich in die Höhle reingeguckt habe. Oh nein, er geht doch rein. Okay. Boah, halt eine Höhle, ne? Gut, nichts Wichtiges drin, zumindest nicht augenscheinlich. Muss ich, habe ich nicht den inneren Zwang, es zumindest abzubauen. Ja, ich sagte dich vorhin, ich kann auch Dinge stehen lassen. Manchmal habe ich, manchmal kann ich, manchmal nicht. Ich sag was, ich bin einfach mal ehrlich und sag's genau so, wie es ist. So. Nee, da reicht auch, wenn ich auf das Zeug reinhaue für das Fleisch hier. Da wackt rum. Wut. Da brauche ich einfach noch eh. Aus, rein. Reicht das? Nein, da war er schon aus. Egal. Ich wollte noch schnell einen Stick hinterherwerfen, damit es vielleicht reicht, aber da war es auch schon vorbei. So, den Clay. Nee. Wir hauen als nächstes das. 8 Stück waren das. Zip. Dankeschön. So, damit wir dann auch schöne Fenster haben, damit wir auch rausgucken können aus der gesamten Sache hier. Dann sortieren wir mir mal den Rest ein, den wir brauchen. Das. Oh, das, ja, okay, dann hätte ich auch rechts klicken können, egal. So, du kannst jetzt auch da rein. Komm hier mal ein bisschen. Ah, mehr Holz, und mehr Holz. Ja, das ist doch schon mal einiges an Holz. Mir fehlt jetzt so die konstante Inspiration, wo ich genau anfange. Also hier an dem Wald, das gefällt mir eh nicht. Also die Bäume müssen dafür erstmal weg. Ich will auch was sehen. Aber hier am Strand ist schon geil. Da hat man halt schon einige neue Dinge gefunden. Übrigens, seit dem Update dann Regen und Gewitter gibt, finde ich ganz interessant. So Gewitter und Regen und alles. Ist cool. Ist cool. So, muss ich nochmal ein bisschen Grünzeug schmücken dann. Tick, 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 tick. Tap. Ja, dafür ist nämlich die Schere auch gut, falls das jemand noch nicht wusste. Surprise. So. Ich hab's jetzt echt grottenhässlich, das ganze Gebäude hier. Also auf jeden Fall größer, schöner, weiter.
Und ja, fangen wir einfach an. Grab mal hier mittel frei. Habe ich jetzt mir schon die neue Schaufel? Ja, habe ich so. So, ich jetzt noch mal frei. Das meistens hinten eins frei, damit, falls noch mal hier oben irgendwas spawnen sollte, was so feindlicher Natur, Creeper, ähnliches ist, damit wir das direkt bekämpfen können, beziehungsweise auch gar nicht in der Nähe von uns haben. So, jetzt machen wir aber hier wirklich mal drauf, das Ganze. Und, ja, machen wir es mal bis hier. Ah, fehl. Nein. So,